Total. Heute mit Supermodel Eva Pattberg und Elton trifft Super Olivia Jones. Außerdem zu Gast Super Hugo Egon Balder. Und hier ist der Gastgeber, Mr. Stefan Raab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sehr nett von Ihnen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und wir haben spektakuläres Material für Sie. Ich gucke am Wochenende, wie immer, am Samstag, gucke ich immer, wenn es läuft. Bin ein großer Fan, war ja selber schon mal da. Den Musikantenstadel. Und was sehe ich? Skandal. Ja, Skandal. Und heute stehen noch Riesenschlagzeile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja? Spaghettifresser Karl Moik beleidigt alle Italiener. Was heißt denn hier alle? Ja? Spaghettifresser? Ja? Alle? Der hat aber noch die Cannelloni-Fresser, die Penne-Fresser, die Macaroni-Fresser, die Fusilli-Fresser, die Rigatoni-Fresser, die Farfalle-Fresser, die Pizza-Fresser vergessen und vor allen Dingen alle kleinwüchsigen Handtaschendiebe auf einer Vespa. Ja? Das wären alle. Oder? Ja. Spaghettifresser. Das ist ja nur ein Bruchteil. Wie konnte es, meine Damen und Herren, zu dieser skandalösen Entgleisung kommen? Was war passiert? Paddy Lindner hatte ein Lied gesungen, und zwar Bella Italia. Und das in Wien, wo der Musikantenstadel stattfand. Und ja, wollen Sie das Lied mal kurz hören? Damit Sie eine Vorstellung machen können, um was es eigentlich geht. Das ist das Lied von Paddy Lindner. So, und daraufhin, schönes Lied, oder? Daraufhin kommt Karl Moik und sagt Folgendes. Ich lade dich ein nach Wien, ins frühlingshafte Wien. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und was singst du? Von die Spaghettifresser, von Bella Italia. Ja, was für ein Skandal. Ja, Moment, ich muss aber auch ein kleines Lob an Karl Moik loswerden. Ja? Denn jeder andere hätte hier einen billigen schwulen Witz über Patrick Lindner gemacht. Ja? Dann doch lieber so. Ich schätze, Karl Moik wird nach diesem Ausrutscher erstmal abtauchen. Ja? Wenn es nach den Italienern geht, dann mit Betonschuhen in der Donau. Ja? Und man wird dann nach einiger Zeit vielleicht mal wieder was von ihm hören. Und jetzt nach diesem Ausrutscher von Karl Moik versucht Patrick Lindner, ja, diese Situation zu retten, indem er sich für Karl Moik entschuldigt. Schauen Sie, es passiert dann dieses hier. Grüße nach Italien, von hier aus. Grüße nach Italien, ich entschuldige mich jetzt für den Herrn Karl Moik hier. So, ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich hier endlich einmal wieder in Wien sein darf. Aber ich glaube, dass auch die Wiener doch ganz gerne mal nach Italien gehen, oder? Nein. Ja. Weil heute drei Leute klatschen. Naja, also, ich gebe es ja ehrlich zu, ich genieße den Frühling auch hier in Wien. So. Aber das Lied ist doch nicht schlecht, oder? Das Lied, ja. Bella Italia. Da war der Karl Moik aber drauf an dem Tag, oder? Ich glaube, da hätte nicht mehr viel gefehlt, dann wäre der Karl Moik auch noch auf die Froschfresser und auf die Inselaffen losgegangen. Ja? Also ein bisschen muss man schon seine Gefühle im Griff haben. Ja? Und ich weiß nicht, hat einer Nachrichten geguckt? Sind die Italiener schon in Österreich einmarschiert? Ja, weiß nicht. Berlusconi auf so einem Elefanten über die Alpen. Können Sie sich vorstellen, oder? Vielleicht nicht schlecht. So, wir machen ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Nach der Werbung sind wir wieder zurück. Dann bei uns zu Gast der wunderbare Hugo Egon Balder. Deutschlands neues Topmodel Eva Pattberg. Und Elton war zu Gast bei Deutschlands Supertranse Olivia Jones. Und hat sich mal ein bisschen frisch machen lassen. Und das sehen Sie alles gleich nach der Werbung. Also bleiben Sie dran. Bis gleich.
Danke an Hugo Ingolbalder, Eva Pattberg und Elton bei Deutschlands Transe Number One Olivia Jones zu Gast. Ich habe ja eben schon darüber erzählt, hier, Spaghettifresser Karl Mauke beleidigt alle Italiener. Das war aber noch nicht alles. Ja, wenn Sie Walter Stadl geguckt haben, dann ist Ihnen auch noch aufgefallen, dass Karl Moik in dieser Sendung auch noch ein Los gestohlen hat. Ja, passen Sie mal genau auf, hier ist eine junge Frau, die erklärt ein paar Blumengrüße. Ja, und da sind so Rubbellose dran an den Blumengrüßen. Und Karl Moik, schauen Sie mal bitte, er denkt, er wird nicht beobachtet, kann man ja von ausgehen bei einer Samstagabendshow. Und passen Sie mal auf. Ja, oder zum Beispiel auch einen Glücksstrauß für Geburtstag oder ja, sonstige Anlässe. Das sind ja... Ja, das sind ja, in dem Fall sind Lose drin, man könnte auch Geld oder Gutscheine reingeben. Da sind Lose drin, schau mal. Man könnte auch nur die zuckern lassen. Also, nein, nein. Stört nein, auch nein, nicht. Nein, schaut eh gut aus, die Lose. So Ruppellose. Das sind natürlich schon praktische Geschenke, auch so etwas. Das ist zum Beispiel eine kalorienarme Torte, ganzes Blumen gemacht und Moos, in dem Fall aus Rosen, zu einem bestimmten Jubiläum. Ja, er hat gedacht, man hätte es nicht gesehen, oder? Mit ein bisschen Glück hat er eine Italienreise gewonnen, oder? Da lobe ich mir Wolfgang Lippert, ja, der hat mit dem Clown erst angefangen, als er beim Fernsehen gefeuert wurde. Ja? So gehört sich das meines Erachtens nach. Ja, natürlich nimmt er sich ein Rubbellos, meine Damen und Herren, bevor sich das irgendein Spaghettifresser unter den Nagel reißt. Ja? Und dann tritt bei ihm die Band auf, die Band Die Schäfer. Das ist so eine Kapelle aus Norddeutschland, glaube ich. Ja? Und die treten immer barfuß auf. Und irgendwie, weiß nicht, was an dem Tag Karl Moik geritten hat, aber irgendwie hat er sich auch hier wieder was ganz Duftes einfallen lassen. Schauen Sie bitte mal hier. Jetzt ist eine Gruppe da, da freue ich mich ganz besonders drauf. Schau, wenn du so Reisnägel hättest und so weiter. Ja, das macht Spaß. Die Schäfer nach 10 Jahren wieder einmal im Stadl. Super, oder? Besser kann man sein Vorstrafenregister in 2 Stunden nicht auffüllen, oder? Volksverhetzung, ja, Diebstahl und vorsätzliche Körperverletzung. Ja? Die Schäfer sollen froh sein. Ja? Wenn es eine Band aus Italien gewesen wäre, hätte er Tretminen dahingelegt. Ja? Ja, Karl Moik, meine Damen und Herren, ein Riesenskandal. So, und dann, weiß ich, ob Sie diese Schlagzeile hier gelesen haben, auch sehr interessant, Sie erinnern sich ja noch. Ja, Klitschko hat ja diesen Kampf verloren. Unglücklich. Und jetzt ein ganz schlimmer Verdacht. K.O.-Tropfen sollen in den Eiswürfeln gewesen sein. Ja? Deswegen ist er dann so schwach auf den Beinen geworden. Ja? Ich glaube das nicht. Ich weiß, wo die K.O.-Tropfen waren. Die K.O.-Tropfen waren vorne auf dem Handschuh des Gegners. Und wenn man die mit großer Wucht auf die Haut aufträgt, ja, dann wird einem ganz schön schummrig. Das kann ich Ihnen sagen. Ja? Ehrlich. Ja, das, glaub, das ist der Grund. Hier. So ist es gewesen, ja. K.O.-Tropfen im Eiswürfel. Jetzt weiß ich auch, warum ich damals gegen Halmich verloren habe. Ja? K.O.-Tropfen im Eiswürfel. Ich glaube, das waren wahrscheinlich dieselben Eiswürfel, die damals in Dieter Baumanns Zahnpasta waren. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere. Und dann noch was Tolles, meine Damen und Herren. Ja? Diese Schlagzeile hier. Ja? Hoher Besuch im Big Brother Container. Ja? Der Bruder des Kanzlers zieht ein. Toll, oder? Zumindest einer in der Familie, der es zu was gebracht hat. Ja? War super, oder? Warum wartet Big Brother nicht noch ein paar Monate? Ja, dann können sie auch den Kanzler selber für eine kleine Mark haben. Ja? Und Doris macht beim Dschungelcamp mit? Wahrscheinlich. Ich glaube, sein Bruder hat auch schon den Spitznamen im Big Brother Container. Man nennt ihn doch den Niedersachsen-Paule. Ja. Dann bei der ARD war am Samstag auch wieder Großboxtag. Und da gab es eine ganz interessante Paarung. Und zwar ein Russe kämpfte gegen einen Argentinier. Beide waren Schwergewichtler. Der Argentinier hatte 105 Kilo. Der Russe hatte 100, was? Nee, 140 Kilo, glaube ich, in etwa. Nur der Russe war viel größer als der Argentinier. Der Russe war nämlich nur 1,80 Meter. Nee, der Argentinier war 1,80 Meter und der Russe war 2,17 Meter. Ja? Und das gibt dann eine sehr lustige Paarung. Schauen Sie mal hier. Ist. Ja. Der Große hat gewonnen, nur das zur Information, aber nur nach
aber nur nach Punkten, ja, meine Damen und Herren. Und das war ganz lustig, bei dem Kleinen war es so, was heißt dem Kleinen, der ist ungefähr so groß wie ich, der Kleine, 1,80, ja, bei dem Kleinen war es so, wenn der einfach nur gerade ausgeschlagen hat, ja, dann wurde das schon als Tiefschlag gewertet, ja, beim Gegner. Ja, unfassbar, oder? Solche Duelle gibt es normalerweise nur in Bud Spencer-Filmen. Ja. Und der russische Sieger möchte gerne die Siegprämie nutzen, um sein Haus in Tschernobyl zu renovieren. So, dann habe ich noch was gesehen beim Norddeutschen Rundfunk, und zwar vom Hamburg-Marathon. Am Sonntag war der Hamburg-Marathon, und da waren zwei sehr, sehr lustige Kommentatoren am Werk, die sich so den ein oder anderen, ja, leicht chauvinistischen Ausrutscher geleistet haben. Schauen Sie mal hier. Ihre magische Ziffernfolge heißt 2:30. 2:30. Wenn Claudia Dreher nur ein bisschen Begleitung hätte, wenn sie vielleicht den einen oder anderen Mann am Horizont sehen würde, ich glaube, das würde ihr noch ein ganzes Stück helfen. Das ist ja oft so bei Frauen. Es ist süffisant gelacht, so ist ja oft so bei Frauen. Toll, oder? Wunderbar. Ich glaube, die Läuferin ist auch ein bisschen selbst schuld, dass sie nicht so schnell war. Muss ja nicht an jedem zweiten Schuhgeschäft stehen bleiben. Wir haben wenigstens, ja. Aber die beiden Kommentatoren haben so wesentlich dazu beigetragen, dass sie wahrscheinlich demnächst nicht als Kommentatoren zum Frauenfußball versetzt werden. Das, glaube ich, ist damit erledigt. Ja, meine Damen und Herren, oh, wir begrüßen jetzt schon einen Mann. Moment, erst muss ich Ihnen aber noch mal was zeigen. Habe ich auch am Wochenende gesehen bei RTL. Und zwar hier. Was denn? Das ist ja fast so ähnlich wie... Können wir einen Zoo aufmachen hier? Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der unfassbar erfolgreich bei Sat.1 mit seiner Show genial daneben ist. Und der sitzt auch in der Jury bei Star Search und hat einiges zu berichten, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich den legendären Hugo Egon Balder. Der wunderbare, aufkopierte, selten erreichte Hugo Egon Balder. Ja. So, wie geht's, Hugo? Oh, es geht gut. Ich muss erstmal hier, damit unsere italienischen Freunde nicht zu sauer sind, hier muss ich erstmal mich für Karl Moik auch nochmal persönlich entschuldigen. Was macht das Geschäft? Wie sieht's aus? Gut, alles wunderbar, riesig, prima. Du bist jetzt ja fast jeden Abend zu sehen bei Star Search und hast da die schwierige Aufgabe, hässliche von schönen Frauen zu unterscheiden, gute Sänger von schlechten und lustige von unlustigen. Ist es schwierig? Ja, also momentan ist es ein bisschen schwierig, weil einfach die Auswahl ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist nichts Spektakuläres dabei. In der letzten Staffel, da war einigermaßen noch was los. Diesmal ist aber es kommt so ja vielleicht bisschen, noch. Es kommt vielleicht noch, ja. Ja, kommt ja. Sein. Nee, aber ich will ja nicht alles miesmal, so ist es nicht. Es ist ja Emma dabei. Emma ist ja großartig. Hast du Emma gesehen? Emma? Emma? Wer ist denn Emma? Emma ist eine neue Comedian, an der wir sehr viel Spaß haben werden. Da kommst noch nicht mal du zu Wort. Und eine Frau? Emma ist eine Frau, ja, Stefan, ja. Ach so. Ja, Emma ist eine Frau, Emma. Nee, weil du sagst, es ist Comedian und dann habe ich Frau irgendwie gehört. Ja, es gibt ja ganz wenig Frauen als Comedian, aber Emma ist wirklich eine Frau und Emma, ja, bringt alles durcheinander, sogar dich. Also die musst du mal einladen, da nicht ein Wort sagst du, nicht ein Wort.
Ist tatsächlich so? Ja, wie, ist noch wo kommt die her? Wie alt ist sie? Bitte? Wo kommt die her? Wie alt ist sie? Ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Ich weiß noch nicht, wie alt sie ist. Sie ist nur ungefähr 3,40 Meter groß. Und tatsächlich. Und ist sehr lustig. Ja, ja. Ja, ich werde mir das weiter anschauen. Ich habe ja in den letzten Tagen ein bisschen reingeschaut und habe ein paar interessante Szenen entdeckt. Ist ja doch relativ kurzweilig. Ja? Und am besten hat mir dieser eine Sänger gefallen, der sich mit Alexandra Kamp angelegt hat. Ja, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ehrlich nicht. Wie? Nee, ich saß zwar daneben, aber ich habe irgendwie nicht zugehört in dem Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich habe gedacht, der meint die Titten. Jetzt. Ach so. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Alexandra Kamp wurde ja schon mal, glaube ich, vor einiger Weile gefragt, ob die Lippen mit Silikon unterfüttert seien. Welche meinst du jetzt? Alexandra Kamp. Okay, so kommst du nie von deinem Tutti-Frutti-Image weg, Hugo. Das kann ich dir schon mal sagen. Da musst du dich nicht wundern, wenn du immer wieder in diesen Top Niveau dieser Sendung. Ach, was denn? Wo habe ich denn heute ein einziges Mal Anzügliches erzählt? Bis jetzt noch nicht, aber es kommt noch. Also, du wolltest was sagen. Alexandra Kamp hatte schon mal darüber, beziehungsweise sie wurde auf einer Party gefragt, ob ihre Lippen mit Silikon unterfüttert seien. Worauf sie, ich möchte das gerne kurz zeigen, worauf sie so reagierte. Wer es danach noch glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich kann dazu nichts sagen, ich hab da keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir auch ziemlich wurscht. Ja. Also. Wie kann man das beeindruckender widerlegen als so, wie wir es gerade gesehen haben? Ja. Besser ist eigentlich nur noch. Ja. Und dann direkt. Ein natürliches Lachen, ja? Ähnliches habe ich auch mal hier gehabt. Großartig. Wahnsinn, oder? Die ganze Branche. Völlig bescheuert, aber egal. Ja. Und ihr habt ja auch Comedians in der Show. Ja. Insgesamt auch, wie viele? 16 oder was? 16, ja. 16, ja. Ich habe schon eben über Emma gesprochen. Also Emma hat mich irgendwie überrascht, weil Emma ist einfach so laut und so schrill. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das eine halbe Stunde durchhält, aber die 3 Minuten waren gigantisch. Also es war tierisch. Keiner ist zu Wort gekommen und es war immer gut. Wir wundern uns, warum der ein oder andere Comedian, den wir hier auch mal in der Sendung entdeckt haben, noch nicht bei euch aufgetaucht ist. Ja, weil der einfach scheiße ist wahrscheinlich. Ne? Das glaube ich nicht. Guck dir bitte. Ach, du hast ihn dabei. Ja, ja. Guck dir bitte. Da vorne war es wieder, oder? Ja. Erinnere mich ein bisschen. Da ist jemand, der lacht so ähnlich. Wir haben auch noch ein paar hervorragende Talente hier gesichtet in TV Total. Ich möchte dir mal gerne einen Bauern zeigen. Bitte gerne. Der einen ganz tollen Witz erzählt, der mit Sicherheit eine große Comedy-Karriere vor sich Glaube hat. Ich Pass auch. Auf. So, da kamen zwei Frauen hinter mir her und sagte eine, oh, sagt sie, wenn sie uns mal auch mal so striegeln würden. Die Männer meinte sie damit, nicht ihre Männer. Ich sage, wenn sie euch verkaufen wollten, dann würden sie das sicher auch tun. Die haben gelacht. Ja, ist toll. Ist das Comedy oder nicht? Ja. Ja, sehr gut. Ich sag ja immer, es gibt doch noch Talente in diesem Land. Es gibt noch Talente. Es gibt noch Talente, man muss sie nur finden. Ja, das größte Talent möchte ich dir auch nicht vorenthalten. Das ist dieser Alleinunterhalter hier. Den haben wir Ihnen auch schon mal gezeigt, vor langer, langer Zeit. Schauen Sie bitte mal hier. Ja, ich muss doch noch mal ganz kurz stören. Ich wollte Ihnen einen ganz, ganz kurzen Witz erzählen noch, bevor ich jetzt eine kurze Pause mache. Und zwar, der Witz geht so. Gehen zwei Musiker an einer Kneipe vorbei. Ende. Sie wollten etwas trinken, aber da war wohl zu. Im Stile von Samstagnacht.
hohe Kunst. Jedes Land kriegt die Humoristen, die es verdient. Ne? Aber ich finde es ja in Deutschland ist es gar nicht mehr so schlimm, wie es vor Jahren noch war. Ich finde es mittlerweile schon sehr, sehr viele auch Stand-up-Comedy-Talente, die tatsächlich sehr, sehr gut sind. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt ja bei euch noch einer raus, man hat ja noch nicht alle gehört. Oder hast du schon alle gehört? Wir haben schon alle gehört. Wie? Wir haben schon alle gehört. Ach so, ach ja, stimmt. Das ist ja immer jede Woche Also wenn ich mal so laut nachdenken darf, dann sage ich, es sind so zwei, drei dabei, wo ich eventuell das Gefühl habe, da könnte was werden. Da muss man ein bisschen arbeiten, aber könnte vielleicht klappen. Alle Sänger habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber so ein paar habe ich gesehen. Und stimmt das, dass die meisten vor dir Angst haben in der Jury, weil du der Einzige bist, der tatsächlich... Nee, die haben irgendwie, sagt, was er erfindet. Ja, die haben irgendwie alle vor mir Angst. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber alle, die Kids haben Angst und die Sänger und die Comedians sowieso. Und alle haben Angst, die haben schon Angst. Auch das Team hat Angst, hat eins hat Angst, er hat Angst, alle. Ich weiß auch nicht. Also ich hab schon Angst vor mir. Ich weiß auch, gehe morgens in den Spiegel, erschreck mich jedes Mal. Ich meine, das tue ich seit Jahren, aber jetzt habe ich richtig Angst vor mir, weil ich immer denke, ich gebe mir selber nur einen Punkt. Ja. Was ist denn die Höchstpunktzahl? Fünf. Oder wie Alexander Kampf sagen würde, fünf. Man merkt ja schon, da herrscht auf dem Jurorensofa herrscht doch, sagen wir mal, eine etwas angespannte Haltung. Nein. Erkenne ich das richtig? Nein, gar nicht. Nein. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und nee, das ist alles sehr entspannt. Also die Jeanette ist eine ganz reizende und die ist so professionell, die fliegt ja immer hin und her. Die hat ja zwischendurch noch 80 Auftritte in 97 verschiedenen Städten. Ja. Und ist dann immer mit dem Flieger unterwegs. Also die ist wirklich nur unterwegs. Ja. Und die Alexandra ist ja auch eine nette, die kenne ich auch schon lange. Es ist halt in so einer Sendung immer schwierig. Da musst du dann halt ganz schnell was sagen und dann sagst du auch manchmal das Falsche oder sagst gar nichts oder zu viel. Es ist ein Problem. Aber die Jungs und Mädels stehen ja da und es geht ja um was. Ne? Ist denn Jeanette Wiedermann, fachlich geeignet, dort über gut und schlecht zu urteilen? Was würdest du sagen? Also ich finde das schon, denn schau mal, sie ist ein Mädel aus dem Volke, sie hat das richtige Alter, sie ist sehr, sehr lustig privat, sie ist wirklich... Was heißt denn ein Mädel aus dem Volke, was willst du damit sagen? Naja, nicht so ein Arsch wie du, der sich... Nein, sie ist für jedermann zugänglich. Sie steht stundenlang da und schreibt Autogramme und sie ist sich nicht zu schade, auch irgendwie draußen zu warten stundenlang oder so. Also sie ist nicht so, wie man sich das immer vorstellt, dass du ein großer Star bist. Überhaupt nicht, sie ist völlig normal. Und ich glaube, da gibt ja auch das Recht zu sagen, du hast mir gefallen, du hast mir nicht gefallen. Bei den Kids ist das immer ein Problem. Nicht? Das stimmt. Ja, den Kindern kann man nicht sagen, du warst so scheiße, lass es sein. Kann man nicht. Da muss man immer sagen, ja. Ja, du bist ja auch bald Vater, du wirst das sehen, nicht? Stell mal vor, du sagst zu deinem Kind, was wird's übrigens, Junge oder Mädchen? Bitte? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ja, Hugo Egon-Balder, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen was zeigen und zwar auch am Samstag und zwar im ZDF gab es eine große Jubiläumsshow und zwar 50 Jahre Rock mit Thomas Gottschalk und dort ist eine begnadete Sängerin, kann man vielleicht so sagen, aufgetreten, Bonnie Tyler, auch schon etwas in die Jahre gekommen und hat nochmal einen ihrer größten Hits gesungen. Und zwar live. Und die ersten paar Töne, glaube ich, reichen schon, um die beeindruckende Stimme von Bonnie Tyler Ihnen hier vorzuführen. Schauen Sie bitte. Bonnie Tyler! Bonnie Tyler, 50 Jahre Rock. Das hört sich bei Bonnie Tyler irgendwie an wie 100 Jahre Doppelkorn, ja? Wenn Sie mich fragen. Und das Beste an 50 Jahre Rock an dieser Show, fand ich, war das große Finale. Alle Künstler, die dort aufgetreten sind, haben zusammen nochmal
John Lennon-Titel Imagine gesungen. Ja? Und die Zuschauer fanden das auch so toll, dass im Speziellen ein Zuschauer ja, fast über die komplette Abspannmusik, ja, vor der Kamera hergelaufen ist, um zu winken. Sie kennen das ja. Im Publikum ist normalerweise so, da hat man einen festen Sitzplatz. Und wenn man merkt, man ist in der Kamera, man ist zu sehen auf dem Bildschirm, auch mal gerne so, ja, wenn die Kamera dann ein bisschen zur Seite geht. Ne? So, aber dieser junge Mann war mobil, der saß nicht auf einem festen Platz und hat natürlich die Chance genutzt, den ganzen Weg mit der Kamera mitzugehen. Im Vordergrund, das ist ein bisschen dunkel, aber wenn Sie genauer hinschauen, wir haben es für Sie mal mit einem Pfeil kenntlich gemacht. Schauen Sie hier. Super, oder? Ja. Ja, toll, oder? Ich glaube, das ZDF hatte den an der Kamera festmontiert. Das ist immer so mitgegangen. Damit das bei uns nicht passiert, meine Damen und Herren, sitzen bei uns die Idioten alle in der ersten Reihe. Ein Spaß! Ein Spaß! Das hat mir Spaß gemacht. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine junge Frau, die Deutschlands neues Topmodel ist, kann man schon sagen, oder? Sie hat vor Jahren noch nur den dritten Platz belegt bei der Bravo Girl Wahl, ja, vor 17 Jahren. Und mittlerweile ist sie eines der erfolgreichsten deutschen Models überhaupt. Begrüßen Sie recht herzlich Eva Pattberg. So, erstmal hat man es ja eigentlich gut, ne? wenn man Model ist, beziehungsweise wenn man so gut aussieht. Man kriegt einfach Applaus dafür, dass man eigentlich, da kann man ja eigentlich erstmal gar nichts dafür, oder? Ja, und man braucht auch nichts sagen für den Applaus. Man braucht einfach im Normalfall. Hier musst du was sagen für den Applaus. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Musstest du was dafür tun für dein Aussehen? Bisher hast du dir viel Mühe gegeben oder? Gute Gene, sage ich mal. Also ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie extra viel Sport betrieben, damit deine Figur in Ordnung bleibt. Du hast Uschi Glas Hautcreme benutzt, damit die Haut in Ordnung bleibt oder so. Genau, nee, also man kümmert sich schon so ein bisschen als Frau, ist ja klar, so ein bisschen meine Maske auflegen und so weiter. Aber ich mache jetzt keinen Sport oder so. In deinem Alter ist das, glaube ich, noch nicht so wichtig, oder? Nee, also. Wie alt bist du, darf man jetzt noch sagen, 24. Oder? 24. Man darf es noch sagen, ja. Das geht ja erst mit 25, 26 los. Genau, ich bin dann immer jetzt 24. Also wenn wir uns die nächsten paar Mal sehen, ne? Genau. Wir reden gleich weiter, wir machen erst ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Und danach sehen Sie auch noch, wie Elton sich mit Deutschlands Number One Transe Olivia Jones getroffen hat. Und Eva Pattberg bleibt natürlich hier, deswegen bleiben Sie dran. Bis gleich. Elton trifft Olivia Jones und zu Gast bei uns Eva Pattberg. Das habe ich richtig gesagt, ne? Du hast mal bei der Bravo Girl. Ja, mit 15. Mit 15? Was? Jetzt hast du ja hier, hast du dich für den Playboy ausgezogen, kann man nicht sagen. So richtig ausgezogen bist du ja gar nicht. Das ist hier. Nee, also vorne drauf jedenfalls nicht. Nee. Und ich habe auch immer irgendwie einen Schal oben oder. Ach so, warum? Oder, ja, damit man nicht so ganz. Damit es nicht so kalt ist. Damit der Stylist was zu tun hat. Ja. Ach, guck mal hier, kannst du noch ein paar Fotos sehen? So sieht innen raus. Also wichtig, ich habe immer irgendwas an. Ja. Höschen aber immer angelassen, oder? Ja. Warum? Weil. Ist ja, nee, ich sag mal, ist ja im Playboy, also im Playboy ist ja normalerweise so, dass man öfter ja auch.
Ja, aber das machen ja nicht, diese Celebrity-Stories, sondern das machen dann die Playmates. Ah, okay. Und so. Also wenn das heißt, du da hinten zum Beispiel reinguckst, da sind auch ein paar Friteure gewillt, aber dann halt nicht von mir. Ah, okay. Ach, das ist schon ein Unterschied, ja? Ja. Also ein qualitativer also Unterschied. Also Playmate ist nicht so dufte wie Celebrity. Ja, schon dufte, also die Playmates halt müssen schon richtig blank ziehen, ja? Müssen und, sie, glaube ich, auch nicht. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte jetzt hier das volle Programm, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gekriegt. Aber das wollte ich nicht. Ach so, ja. Und du konntest schon aussuchen, auch irgendwie, welche Bilder, nachdem die geschossen werden, welche dann ins Programm kommen. Ja, also das war ganz nett. Also ich konnte mir halt die Fotografin aussuchen. Super. Guck mal, hier aber auch blinde Kuh gespielt zusammen während der Fotoaufnahmen, wenn man das mal kurz zeigen kann. Ja. Also wir haben echt Spaß gehabt, wie man sieht. Ne? Wo wurden die Fotos gemacht? Vor Paris, in so einem alten Schloss, wo es keine Heizung gab. Es waren 5 Grad draußen. Ach du Scheiße. Wir brauchen keine Eiswürfel für das Shooting. Ja, ja, ist klar. Eiswürfel mit K.O.-Tropfen, meine Damen und Herren. So, du bist unterwegs, New York, Paris, London. Paris, ja, im Wesentlichen Laufsteg oder Fotoshooting? Da macht man ja auch mal Unterschiede, oder? Also ich habe am Anfang viel Laufsteg gemacht und jetzt mache ich das nicht mehr so gern. Also es macht schon noch Spaß, aber ich mache halt eigentlich lieber die Fotogeschichten. Ja. Und du machst Musik? Ich mache Musik, ja. Mit meinem Freund zusammen. Also jetzt weniger so großkommerziell. Oh. Mit dem Freund zusammen wusste ich gar nicht, dass Flavio Briatore Musik macht. Ja. Ja. Lernt man solche Leute denn auch? Hast du den auch mal kennengelernt? Den habe ich noch nicht kennengelernt. Vielleicht besser so. Ja, glaube ich auch. Also. Dann wird man immer so solche Partys. Ich war letztes Jahr mal bei der Formel 1 und da trifft man dann gleich Leute, die sagen, ja, ich kenne ja auch den Flavio und die Heidi und so. Ach so, so geht das. Ja, ja. Also. Wird man dann mit Heidi Klum oft verglichen? Nervt das? Steht ja auch hier, also, die neue Heidi Klum. Was heißt denn das? Also ich finde, das ist ein Kompliment auf jeden Fall, aber ich glaube, ich bin ein ganz anderer Typ als sie. Also, das man definitiv. Kann uns da wirklich nicht vergleichen. Ja, eigentlich. Möchte ich hier auch mal positiv festhalten. Ja. Mit Heidi Klum ist so eine Unterhaltung eigentlich nach 2 Minuten beendet, im Normalfalle. Ja, kennst du sie selber? Ich habe sie ein paar Mal bei Schauen gesehen, aber ich habe sie noch nicht bei wem gesehen? Bei so Modenschauen und so weiter. Ja, okay. Aber ich habe mich noch nicht wirklich mit ihr unterhalten. Ja. Dass du da recht hast. Ich glaube, das hat noch niemand. So, das ist diese Musik, die du machst mit deinem Freund zusammen, die gibt es auf CD gar nicht. Nein, die gibt es nur auf Platte. Die gibt es nur auf Platte. Also wenn Sie zu Hause, wenn Sie einen Plattenspieler haben, ist das vielleicht interessant für Sie. Und die kann man nur im Internet erwerben. Im Internet oder halt in auch so Plattenläden, also diese DJ-Läden, wo dann die DJs sich ihre... Was ist das? Kann man das sagen? Das ist so eine Art... Das ist so Clubmusik, elektronische Tanzmusik. Also jetzt auch, du machst es auch gar nicht mit dem Anspruch, dass du sagst, ich singe jetzt besonders toll, sondern irgendwie, du gibst sozusagen... Nee, also wir machen das halt, weil es uns Spaß macht. Wir haben zu Hause das Studio hinten, also und wenn wir da abends Bock haben, dann gehen wir da rein und... Niklas sitzt sowieso den ganzen Tag nur vorm Computer, mein Freund. Und was heißt denn zu Hause? Wo wohnst du denn? Also das ist jetzt in Thüringen, sage ich jetzt mal. Also das Studio wird aber dann aber demnächst mit uns nach Berlin ziehen. Ah, okay. Aber du wohnst in Thüringen noch, ganz normal. Ja, also in Erfurt eigentlich. Ja. Und am Wochenende sind wir dann ganz zu Hause bei der Familie. Ah, okay. Ich leg mal eine Scheibe auf, okay? Seite A, erstes Seite Lied. A? Hm? Woran kann man das erkennen? Keine Ahnung. Hier steht das nicht gar nicht drauf. Was willst du denn hören? Soulback oder Milch und Honig? Umdrehen, andere Seite. Big City Club. Genau. Genau. Okay, jetzt lege ich die Scheibe mal auf und schmeiß den mal an. Wie geht das? Hier, Play. Ist eine große Taste, glaube ich. Lang nicht mehr gemacht. So, habt ihr denn CD-Spieler eigentlich noch zu Hause? Ja, wir haben CD-Spieler, ja. Okay, jetzt lege ich den Arm auf. Auf den Arm. Auf. Ja, ja, ja. Liegt den Arm, war ein kleiner Gag. Klingt aber auch schon gut. Ja, so, jetzt geht's los. Achtung. Was für eine. So, jetzt müsste eigentlich schon was kommen. Achso. Ah. Das ist zu schnell. Wenn man es auf einer richtig guten Anlage hört und noch eine andere Platte auflegt, dann ist es richtig. Nein, es ist so für den Dancefloor. Das stimmt aber, was die Eva sagt. Du kennst dich da ja aus. Nein, das stimmt auch, was Eva. Ja. Ich hab da oben reingehört eben mal und das ist doch, also so, wenn man im Club, wenn man ein paar drin hat, dann läuft das gut. Ja, das ist so eine Dance-Music. Ja. Und ich finde, deine Stimme klingt da sehr erotisch drauf.
Er ist ja auch. Ja, ja, das ist selbstverständlich. Ja. Ich habe ja überhaupt gar nichts anderes gesagt. Genau das wollte ich sagen. So, schminkst du dich eigentlich selber? Wenn du so eine Show gehst wie hier, oder hast du heute hat das die nette Kollegin hinten gemacht. Ja. Das ist nämlich auch, dass die meisten Models, die kommen dann mit eigenem Gefolge an. Ja, ja, mein Gefolge heute war ja mein Hund und mein Freund. Ja, genau. Das reicht ja. Und die meisten Models haben dann ihre eigenen Schminkerinnen dabei. Wie heißt das eigentlich? Schminkerinnen? Visagistinnen. Visagistinnen und Make-up-Artists. Ja. Ja? Und ein Make-up-Artist hat auch Eltern gefunden. Und zwar in Olivia Jones. Die junge Frau sagt Ihnen vielleicht, was sie ja am Wochenende beim Star-Duell, glaube ich, auch mitgemacht. Schon mal was von gehört? Ja, riesengroße Transe, ja, 2,30 Meter ähnlich. Ich glaube, eigentlich ist sie Boxer und startet für Russland. Aber ja, in diesem Falle hat sich Elton mal mit ihr getroffen und sie hat aus Elton eine echt geile Transe gemacht. Das muss man wirklich sagen. Das schauen wir uns gerade mal an. Hallo, ich bin mal wieder in meiner Heimatstadt Hamburg und möchte mal wieder so richtig ein Los machen. Das Problem ist nur, ich kann nirgendwo mal hingehen, ohne erkannt zu werden. Deswegen habe ich mir prominente Hilfe geholt, die mich ein bisschen zurecht machen wird. Hallo Olivia. Dann mal auch schon, ne? Ja. Ich sehe immer aus, wenn ich so geschminkt bin, so fraulich wie meine Mutter. Original. Doch die arme Frau, wie sieht die denn aus? Mein Auge ist immer noch ein bisschen verklebt. Was fehlt noch? Oder? Ja, die Haare, ne? Die Haare und dann umziehen. Ja. Sieht geil aus. Ja, und dann Gang musst du noch ein bisschen fallen, aber sonst ist es echt okay. Ja? Mhm. Aber ich bin die hässliche, dicke Frau, die ich je gesehen habe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Name. Ich wüsste einen. Molly ist gut. Molly? Molly, ja, komm, wir gehen. Dann mal los. So. Wir stehen jetzt hier vom Elysee Hotel. Das ist das Hotel, wo sich Verona Feldbusch und Dieter Bohlen das erste Mal zum Kaffee verabredet haben. Ja, und mal sehen, was wir hier heute so aufreißen können. Darf ich mal deine Zigarren rauchen? Ja. Nicht, dass sie gleich weg wird. Pass auf. Danke. Einer von uns beiden ist keine Frau. Jetzt rate mal, wer. Ja, ich. Na? Möchten Sie uns nicht was zu trinken ausgeben? Ich bin gerade am Austrinken und gehen. Ach so, Sie wollen... Aber dann können wir doch sicherlich mitkommen. Dann kommen wir doch mit, oder? Wie heißt du denn? Hagen. Hagen? Ja. Ist aber ein geiler Name, Hagen. Eben. Hagen, kannst du nicht zwei vertragen? So. Wir stehen jetzt hier vor dem Zenit und hier feiert Michael Ammer, einer der größten Partymacher Deutschlands, eine seiner berühmten Partys. Und ich bin noch sehr gespannt, ob ich es schaffe, in seinen Luda-Katalog zu kommen. Auf geht's. Ha! Hallo! Sag mal, ich habe heute eine Freundin mitgebracht. Hast du die schon mal gesehen? Wicked! Frau. Hast du sie erkannt? Nein. Kennt mich nicht! Nee. HP, du hast mich echt noch nie gesehen? Also du bist ja eine Top-Frau. Ja. Top. Und du bist ein Top-Mann. Ich weiß. Wollen wir knutschen? Nein, lieber nicht. Na, mein Hase, meinst du kannst es mit uns beiden aufnehmen? Ja, ich glaub's kaum, aber ich versuch's mal, gerne. Nee, natürlich von der Schlägerei, ne? Elton unterwegs mit Olivia Jones. Das hier. Wie kann man das bekommen? Über deine Homepage auch? Oder? Über unsere Homepage, ja. www. Oder über meine, dann. Ja, ja, das findet Think man sich. Speak, ja, das ist was für Liebhaber. Ist das interessante, puristische. Minimalistisch. Minimalistische. Ja, Minimal House. Minimal House, genau. Genau. Minimal House, so heißt es, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt meine Kollegin Barbara Schöneberger mit ihrer Show Blondes Gift. Barbara, wer ist denn heute bei dir zu Gast? Hallo. Hallo Stefan, ich bin's, Barbara von Blondes Gift. Und heute habe ich einen großartigen Gast, der schon neben mir sitzt, mit steifem Bart. Wie man es gewohnt ist. Hallo Martin Kiesitsch. Hallo Barbara, hallo Stefan. Wir werden gleich ein perfekt auf den Gast zugeschnittenes Spiel spielen. Und es handelt sich um Musik und Tennisschläger. Und wie das zusammengeht, tja, weiß man's. Ihr müsst es euch angucken. Bis gleich. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt im Anschluss, tschüss. Jetzt im Anschluss Barbara Schöneberger mit Blondes Gift. Und morgen
Morgen, meine Damen und Herren, zu Gast der ZDF-Sportmoderator René Hiepen und Echo Fresh und Valeska sind bei uns zu Gast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Eva Pattberg.